Ja, eine Polizistin steht an der Kreuzung und regelt den Verkehr und kommt drauf, dass sie ihre Tage bekommt und hat irgendwie nichts mit und ist total gestresst und funkt ihren Kollegen an und sagt, Benny, es ist total wichtig, bitte Benny, bitte melde ihn, Benny. Der Benny meldet sich und sagt, ja, was ist los? Und sagt der Benny, du musst mir einen Gefallen tun. Und sagt der Benny, ja, ja, jeden, was ist los? Sag mal. Du Benny, folgendes, das ist ein Problem, ich fange gerade an zu menstruieren, das war so nicht geplant. Und ich habe nichts mit, ja, bitte. Also in meiner Schreibtischlade oben, ja, also da sind so Tampons, kannst du mir das Backel mitbringen, aber schnell, schnell, weil ich habe noch 5 Stunden Dienst, das ist wichtig, ja, bitte, bitte bald kommen, ja. Der Benny sagt, ja, ja, sucht die Tampons, was weiß ich was, und die steht an der Kreuzung und regelt den Verkehr, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, steht so schon da mit übergereizten Haxen, schon ganz fertig, ja. Und auf einmal kommt der Benny mit dem Motorrad und winkt ihr mit der Tamponpackung, sagt, sieh, du Trottel, Benny, erst, was kommst denn früher, du weißt doch, dass ich da schon urlang stehe, sagt er, ja, es tut mir leid, aber wie du über den Funk durchgegeben hast, dass du menstruierst, hat der Benny, der Willi und der Karl noch eine Runde geschmissen.